Ja, also ihr seid halt quasi live dabei bei unserem ersten großen Shooting für unser Magazin Style Up Your Life. Ja, für uns natürlich ein ganz besonderes Shooting. Es ist unser erstes Shooting und wir haben einen wirklichen Superstar heute geholt, Franziska Knuppe. Die wird da hinten links oder rechts jetzt da hinten gerade hergerichtet, ja, und geschminkt. Franziska Knuppe wird die Mode präsentieren, also die Mode-Highlights, Herbst-Winter und die Beauty-Trends. Herbst-Winter präsentieren. Und das ist auch der Witz von unserem ganzen Magazin, das wird eine Trendbibel. Erste österreichische internationale Trendbibel und wir präsentieren zweimal im Jahr, einmal die Herbst-Winter-Trends und einmal die Früh-Sommer-Trends im Bereich Mode und Beauty. Ich kenne Adi und Inge ja jetzt schon seit, wir haben gerätselt schon, 5-6 Jahre mindestens. Und ich habe schon unheimlich viele Produktionen mit ihnen zusammen gemacht, für verschiedenste Zeitungen. Alle im Grunde haben die Adi so durch die Laufbahn hinweg geleitet hat und wo er Chef und Moderedakteur war. Und ja, eigentlich meistens immer mit Inge und deswegen sind wir ein super eingespieltes Team und es klappt wunderbar. Ja, der Adi ist natürlich für die Mode zuständig und für die Beauty und der entscheidet dann endgültig, welche Trends wir vorstellen und welche Trends wir redaktionell halt aufarbeiten. Genau. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig eben dieser ganze internationale Aspekt. Also wir holen quasi alle internationalen Trends, die es in Paris, Mailand, New York gibt, so quasi nach Österreich und bereiten das auf für unsere Leser, um das irgendwie, also ja, alle Fragen, die sich stellen rund um die aktuellen Trends, lösen wir für die Leser und machen das verständlich, sodass sich quasi jeder mit Fashion und Beauty auseinandersetzen kann. Maras. Maras. Was hat die im Kopf? Und noch möchte ich sagen, dass das Heft selbst für die Leserin ist, das wie eine Gebrauchsanleitung. Also die Frau kriegt, ja, das ist wie eine Gebrauchsanleitung für die Trends. Ja, wir erklären, wie es funktioniert, wie man sich kleidet, wie man sich schminkt zum gewissen Trend, was man achten muss, was absolute No-Gos sind, was absolute Must-Haves sind, welche Teile man haben sollte in dieser Saison, welche Teile man jetzt kauft und in der nächsten Saison im Frühjahr, Sommer noch einmal verwenden kann. Und das entsteht halt in Redaktionssitzungen und in Diskussionen. Und ja, und so sind auch heute diese 6 Trends oder 7 Trends, was wir haben, die wir jetzt im Bereich Mode vorstellen. Wie ist, findet einer von euch unseren Rock?